السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, meine geehrten Geschwister. Ich wollte mir mit diesem Video mich bei jenen bedanken, die Helden sind. All jenen, die in dieser schweren Not, was die Türkei und Syrien in der Gegend eben, wo die Erdbeben stattfanden, die Katastrophe stattfand, da tagtäglich jede Stunde am Helfen sind. Jede Stunde Leute aus dem Trümmern borgen. Jede Stunde Menschen retten, subhanallah. Auch wenn wir Tausende vielleicht verlieren, können wir trotzdem wenigstens Hunderte doch retten, subhanallah. Was für eine Aufgabe muss das sein? Ich wollte mich bei all jenen bedanken, die sich daran beteiligen. Auch wenn ich selber nicht beteiligt bin, auch wenn ich nicht selber betroffen bin oder dort unten bin, wollte ich mich so gerne bedanken, weil ich persönlich nicht da unten sein kann und helfen kann. Und weil viele einfach nur Unsinn schreiben in den sozialen Medien und Sachen, Kommentare lassen, die einfach unmenschlich sind. Subhanallah. Und ich persönlich würde auch so gerne helfen. Das geht nicht. Und ich bin froh, dass jene Leute, so wie ihr, dort seid und helft, unterstützt. Dass ihr bergt, dass ihr die Kinder rettet. Ihr seid die wahren Helden. Die Katastrophe ist schlimm, doch ihr seid die wahren Helden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere muslimischen Geschwister reichlich belohnen, unsere nicht-muslimischen Geschwister recht leiten. Und an jene Familien, möget ihr geduldig sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Geduld geben. Es ist auch nicht jetzt die Frage von, ist das eine Prüfung oder ist das eine Strafe Allahs? Subhanallah, im Prinzip ist das Leben, das ganze Leben für die einen Prüfung, für die anderen Strafe. Jedes, alles was dir passiert, kann für dich eine Prüfung sein, kann für dich eine Strafe sein. Das weißt du nicht. Wir haben keinen Beweis dazu, der sagt dir ganz genau, wenn du das passiert, dann so. Es sind nur Meinungen, die etwas vertreten. Und ich finde nicht, dass es der Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen, ob das eine Strafe Allahs ist, ob das eine Prüfung Allahs. Es wird ja eine Strafe für die eine Prüfung, aber was wir definitiv sagen können, für jene, die es nicht getroffen hat, ja, die es nicht getroffen hat, die werden geprüft, ob sie gute und rechtschaffene Werke tun, ob sie menschlich handeln, ob sie gläubig sind, ja, ob sie gläubig handeln. Subhanallah, wenn sie gläubig sind, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er hat euch dazu erschaffen, um euch zu prüfen, wer die besten Taten tun. Subhanallah. Und unter den Videos zu kommentieren, negative, schlechte Argumente bei Leuten, die ihre Kinder verloren haben, oder bei Leuten, die Kinder retten, Familien retten aus diesen Sachen, und dann mal Sachen kommentieren, subhanallah. Es ist auch nicht schön, ich weiß, viele wollen helfen, aber es ist auch nicht schön, wenn man Sachen hinschickt, die gar nicht gebrauchen. Aber was wir alles gesehen haben in den Videos, subhanallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ihr müsst überlegen, es ist dort kalter Winter. Sie brauchen Wintersachen, sie brauchen feste, gute Sachen. Das, und es scheint mir so, dass viele einfach nur aussortiert hätten und den Müll dahin geschmissen hatten. Macht das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr seid erst frömmig, ihr seid erst richtig gläubig, wenn ihr von dem spendet, was euch am liebsten ist, subhanallah. Nicht euren Schrott, wo ihr sagt, ah, jetzt habe ich eine Spende mitgekehrt, schmeiß mal Schlappen. Was sollen die Leute jetzt mit Schlappen dort? Zerrissene alte Kleider, benutze gebrauchte Unterhemden, Unterhosen, subhanallah, sowas sollte man nicht hinschicken. Ja, man sollte richtig helfen. Man sollte auch gucken, wo man natürlich hinspendet, welche Organisation man hilft und so weiter. Aber am besten jene, die erfahren sind, jene, die darin Erfahrung haben, die auch vor Ort sind, die die Lage auch kennen, die auch wirklich unterstützen können. Ja, subhanallah, es bringt nicht, wenn du eine Organisation irgendwo ganz weit weg spendest und die haben keine Leute vor Ort und sie kennen nicht mal Türkisch oder so, dass sie helfen können, subhanallah. Allah musta'an. Was ihr machen könnt, ist die Leute aufmerksam machen auf die Geschehnisse, auf die Ereignisse in der Türkei und in Syrien, was da passiert ist. Denn viele, sehr viele kennen das noch nicht, subhanallah, weil sie einfach mit der Dunya beschäftigt sind und weil das in den Medien auch nicht so groß dargestellt wird, subhanallah. Obwohl es eines der schlimmsten Katastrophen unserer Zeit ist, subhanallah. Und die Leute, subhanallah, ich glaube inzwischen schon fast 20.000 Tote, über 60.000, 80.000 Verletzte, wie viele Tausende von Häusern gestürzt. Die Leute haben kein Zuhause mehr, sie haben alles verloren, subhanallah. Erst letztens, was ich gelesen habe,
Ein Vermieter musste einen Mieter rausschmeißen, weil er das, weil die das ho zu hoch war, die Preise hochgingen und er die auch höhere Preise haben wollte. Am nächsten Tag sagt er, dann saßen wir gemeinsam in dem Zelt und frieren gemeinsam in einem Zelt, subhanallah. So kann die Dunya sein, subhanallah. Was ihr aber definitiv daraus noch machen könnt, ist daraus Lehren ziehen. Zieht aus Lehren daraus, wie kurz das Leben ist, wie schnell so etwas gehen kann, wie wertvoll doch der Glaube ist, subhanallah. Wie wichtig es ist, als Muslim an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben und nicht nur das mit der Zunge, sondern auch mit den Taten zu bestätigen, subhanallah. Viele haben bereut, wie viele Videos haben wir gesehen, dass sie geweint haben, gereut haben, sagt, ja, Alhamdulillah, Allah hat gerettet, jetzt werde ich beten, jetzt werde ich fasten, jetzt werde ich ein richtiger Gläubiger sein, subhanallah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen leicht machen. Wichtig ist, meine geehrten Geschwister, verbreitet es im Guten, helft im Guten, so, dass es wirklich einen Nutzen hat. Und wenn ihr nichts machen könnt, Dua könnt ihr immer machen. Dua ist das Stärkste, was ihr habt. Dua könnt ihr immer machen. Und es ist das beste Mittel, was ihr haben könnt, subhanallah. Es ist so gewaltig, dass es glaubt ihr gar nicht, subhanallah. Wir haben von Duas gehört, die innerhalb von Sekunden angenommen werden. Nicht von großen Gelehrten, wo man sagt, oh, das sind die. Nein, von ganz normalen Leuten, weil es die aufrichtig vom Herzen kommen. Und die Dua, die du aufrichtig von deinem Herzen für deinen Bruder oder deine Schwester, die noch in der Not sind, machst, die wird inshallah definitiv angenommen. Wenn sie vom Herzen reinkommt, subhanallah. Meine geehrten Geschwister, die Sachlage ist sehr, sehr schwer. Und Allah muss da ein. Es ist eine schwere Situation. Es benötigt viel Dua, viel Sabr. Es benötigt nicht nur jetzt Unterstützung, es benötigt auch immer Unterstützung langfristig, subhanallah. Es benötigt ganzes komplettes Umdenken. Umdenken von den Bauten und so weiter. Aber definitiv aktuell der Notstand, dass man vielen Leuten einfach das leicht machen kann. Dass man ihnen leicht machen kann. Und lasst euch auch nicht provozieren von den Nicht-Muslimen, die sich darüber lustig machen. Allah subhanahu wa ta'ala wird sich schon um sie kümmern. Und hier nochmal an dieser Stelle an alle Nicht-Muslime, die da trotzdem mithelfen. Ich danke euch vom Herzen. Die Muslime danken euch vom Herzen. Wir wünschen euch das Beste. Und das Beste, was wir einen wünschen, ist das Paradies und die Rechtleitung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all jene, die da unten sind und mithelfen, die nicht keine Muslime sind, dass sie rechtleiten, ihre Herzen öffnen für den Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all jenen, die gläubig sind da unten, sie rechtlich belohnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Opfer zu Shuhada machen, wenn sie Gläubige waren natürlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Angehörigen geduldig machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns all unsere Sünden vergeben und verzeihen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.